Herr Mayer, der FIFA-Chef Gianni Infantino hat ein knappes Jahr vor der Fußball-WM jetzt seinen Zweitwohnsitz nach Katar verlegt. Was halten Sie davon? Naja, das ist ein Walliser, ein Schweizer. Und Katar ist ein absoluter Unrechtsstaat, verletzt alle Menschenrechte. Die Frauen sind nicht gleichberechtigt, sind wirklich unterdrückt. Homosexualität wird mit dem Tod bestraft. Peitschenhiebe gelten als Strafmethode. Der Abfall von der Religion ist ein Kapitalverbrechen. Und ein Schweizer geht dorthin wohnen. Muss ich da noch was sagen? Jeder und jede, muss man ja sagen, hier zuhören und zuschauen, werden sich ihr Urteil blitzartig selber bilden. Die Sportfunktionäre, ob von Olympia oder von FIFA, sagen ja immer, dass das Sport eigentlich fern der Politik sei, aber trotzdem könne Sport die Welt verändern. Ist das denn so? Ich wüsste nicht, was in Katar, also diese Fußball-Weltmeisterschaft, die Welt verändert. Nicht mal Katar wird verändert. Es wird auch ausgeblendet, dass über 6.000 Arbeiter bei den Arbeitern für diese Fußball-Weltmeisterschaft umkamen. Das Organisationskomitee für diese Fußball-Weltmeisterschaft spricht von 34 Toten. Also es ist alles absurd, unehrlich, verwerflich. War es denn je anders, Herr Mayer? Naja, es war eben, ja, wir können sie aufzählen. Die Olympiade, die in China stattfinden soll, und die Olympiade, die 2008 in China stattfand, das waren ja auch eigentlich politische Demonstrationen von China. So wie Katar die Fußballweltmeisterschaft politisiert für sich, sein Image. So hat das China 2008 gemacht und China macht es wieder. Jetzt in zwei Wochen? Ja, genau. Und 2008 hat ja ein Schweizer, ein Mann, den ich sehr schätze, ganz persönlich, Herzog, der Architekt, also Herzog de Meuron, heißt das weltweit berühmte Architekturunternehmen, hat das Olympiastadion gebaut. Und das ist interessant, dieses Olympiastadion, das sieht aus, die Chinesen haben gesagt, wie ein Vogelnest. Das ist so verschlungene, so wie ein Nest verschlungen, wie mit Ästen verschlungen. Sieht sehr schön aus. Meine Frau, die Kulturjournalistin Lilith Frey, hat sofort gesagt, das ist eine Stacheldrahtrolle. Und da muss ich sagen, hat vielleicht das Tiefenbewusstsein von Herzog de Meuron funktioniert. Und sie haben genau das richtige Symbol geschaffen mit diesem Stadion, das einerseits aussieht wie ein Vogelnest, aber dann eben doch auch, wenn man es genau guckt, an eine Stacheldrahtrolle gemahnt. Also Politik ist immer total im Spiel, wenn eine Diktatur Sport veranstaltet. Das beste Beispiel und die Ursünde der Sportwelt ist ja 1936 die Olympiade im Hitler-Deutschland, wo Jesse Owens, der Schwarze, machte 4 Siege in 100 Meter, 200 Meter, Weitsprung und 4x 100 Meter. Und Hitler hat ihm nicht die Hand gegeben, das ist klar, einem Schwarzen gibt man nicht die Hand. Und die Amerikaner haben gesagt, aber es müssen da auch Juden mitmachen. Dann hat man die Hochspringerin Bergmann wenigstens zum Training zugelassen, bis die Amerikaner dann da waren, gelandet waren. Und dann hat man sie nicht zugelassen zu der olympischen Disziplin. Sie konnte also an der Olympiade nicht teilnehmen. Und das war auch der Versuch, man hat ein bisschen die Judenverfolgung in Deutschland zurückgefahren, um als tolles Land dazustehen. Das machen doch die Chinesen genau gleich. Das macht doch Katar genau gleich. Natürlich kann man die nicht mit Hitler-Deutschland vergleichen. Ja, vergleichen kann man, aber nicht gleichsetzen. Aber man muss es schon sagen. Und die Verherrlichung war ja dann Leni Riefenstahl, die legendäre Filmerin, die hat ja dann diese Olympiade verherrlicht mit Schnitten auf Hitler, auf Göring, auf Goebbels. Die ganze Bande wurde verherrlicht mit ihrer Olympiade.
Und heute verherrlicht man Olympen mit Olympiaden, Katar und China, China schon zweimal. Und was ist meine Konklusion? Sport ist nur in der Demokratie unpolitisch. In der Demokratie ist Sport einfach Sport. Das wissen wir von uns. Wir machen keine Politik mit dem Sport. Wir haben Spaß am Sport. Höchstens ist es ein Geschäft, was uns dann auch ärgern kann, aber nicht Politik. Die Demokratie entpolitisiert den Sport, die Diktatur politisiert den Sport. Herr Mayer, wir setzen das fort.